Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich glaube, jeder von euch hat diesen Move schon mal gesehen. Jeder von euch sieht alle möglichen anderen Videos jetzt aktuell auf YouTube. Und deswegen mache ich jetzt ein Video mit 100 Schichten von... Nee, machst du nicht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich aktuell wieder Bock habe auf YouTube. Viele Videos sind wirklich sehr, sehr einseitig geworden. Concrafter hat dazu ein Video hochgeladen. War das Concrafter? Concrafter hat, glaube ich, dazu ein Video hochgeladen, wo er meint, alles wird gleich. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir machen auch die gleiche Sache. Wir machen jetzt ein Comedy-Video. Nein, jetzt mal ohne Witz. Diese ganze Sache von wegen, ja, wieso ich denn nicht da bin und wieso das und hier und wieso keine Videos. Ich kann auf jeden Fall von mir behaupten, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe mein Studium abgeschlossen, mein erstes Studium als auch mein zweites Studium. Applaus für mich, danke, danke, danke. Und genau aus diesem Grund mache ich jetzt wieder YouTube. Vorher war einfach die Prioritätensetzung irgendwie anders. Ich habe einfach nicht so viel Zeit für mich gefunden, das wirklich so unter einen Hut zu kriegen. Kreativ arbeiten bedeutet mir sehr viel, aber irgendwie konnte ich das nicht so zusammenbringen. Dementsprechend ist mein Ergebnis auch beim Master für meine Verhältnisse relativ gut. Ich muss auch gerade sagen, dass meine Haare noch nass sind. Also für alle Leute, die jetzt so fragen, wieso meine Haare so komisch aussehen. Wieso eigentlich dieses Video? Ich habe mir dazu eigentlich gar nichts aufgeschrieben, sonst würde ich mir vielleicht was ausschreiben. Aber irgendwie habe ich heute gar keine Lust, wirklich was aufzuschreiben. Aktuell wirklich, ich muss mich eigentlich dazu äußern. Deswegen mache ich eigentlich auch das Video, weil im Endeffekt diese ganze Situation hier gerade auf YouTube irgendwie ein bisschen zu eskalieren droht. Und jetzt werden sich alle wieder sagen, wieso machst du das Video? Ja, weil ich's kann. Und genau aus diesem Grund, im Endeffekt, ihr wisst eigentlich, wovon ich rede. In letzter Zeit gab es wirklich sehr viele Sachen. Also ich kann euch mal die Videos auf YouTube aufzählen. 100 Schichten von, 100 Arten von, Baden in, Prank, ja, Schminke gibt es nicht mehr so viel. Ja, von Gaming wird Comedy und aus Comedy bleibt Comedy. Und aus diesem Grund einfach dachte ich mir, ich mache wieder meine Sachen vor weiter. Und dementsprechend denken sich jetzt viele Leute eigentlich, das ist doch hier ein Gaming-Kanal, jetzt macht ihr schon wieder so ein Video, warum macht er denn das? Ja, weil es mein Kanal ist und ich Gottverdammt machen möchte, was ich möchte. Und jetzt fange ich schon wieder an, mich zu rechtfertigen, was einfach keinen interessiert. Wie dem auch sei, ich werde einfach dieses Format vielleicht beibehalten. Ich weiß nicht genau, gefällt euch der Hintergrund hier? Ich, keine Ahnung, ist auf jeden Fall mein Wohnzimmer. Ich werde jetzt nicht meine Tür vorstellen, wie es vielleicht andere YouTuber machen würden. Aber ich wollte einfach nur sagen, ich bin glücklich, dass ich euch habe, dass viele Leute mir auf Facebook schreiben, ich auf Instagram gepostet habe beispielsweise, was ich abgeschlossen habe. Wenn ihr das nicht wisst, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Werbung auf jeden Fall für meine Social Media Kanäle und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal ein paar Fragen hier in die Kommentare schreiben würdet, um grundsätzlich so zu wissen, was bei mir so abgegangen ist, im Endeffekt, worauf ihr Bock habt, was für Videos ich machen soll. Nein, dazu schreibt ihr bitte gar nichts in die Kommentare, weil ich werde einfach das machen, worauf ich Lust habe. Aber wenn ihr einen Kommentar da lassen wollt, würde ich mich darüber natürlich echt, echt freuen und schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei meinen Instagram-Kanälen, vor allem Kanälen, hast du mehrere oder was? Schaut auf jeden Fall bei meinen Social-Media-Kanälen vorbei, wie gesagt, alle Links dazu in der Beschreibung und ich würde mich echt freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wieder, wenn ein Video kommt. Ich werde es wahrscheinlich wieder regelmäßig uploaden, aber ich habe mir noch nicht ganz Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt uploaden werde, denn ich werde wahrscheinlich mehr so in dem Format mit euch sprechen. Wenn ihr also darauf Lust habt, dann interessiert es mich überhaupt. In dem Sinne, macht's gut, haut da rein und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Ciao.